Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Jugendstil. Ich bin heute am schönen Gufisee in Gundelfingen unterwegs und stelle jetzt ein bisschen das Auto ab und derzeit schaut ihr euch den Themenüberblick an. Wir sind diesmal am Gufisee in Gundelfingen. Außerdem zeigen wir euch die kleinen Tänzer der Dance Academy. Und wir werden beim Driften so richtig durchgeschleudert. Das Wetter heute ist wirklich ein Traum, deswegen genieße ich jetzt noch ein bisschen hier die frische Luft am See. Und ich habe euch in der letzten Folge ja schon ein Team der Dance Academy aus Neu-Ulm vorgestellt, aber ich möchte euch jetzt gerne noch ein zweites zeigen. Ja, mein Name ist Stefanie Weides und ich bin die Inhaberin und Trainerin der Dance Academy. Mein Name ist Jörg Kleiger und ich bin Praktikant hier an der Dance Academy. In der Dance Academy in Neu-Ulm tanzen alle Altersgruppen, egal ob mit 4 oder mit 10 Jahren. Und dabei sind die Kids gar nicht so unerfolgreich. 12-mal Gold, 8-mal Silber und das alles bei nur einer süddeutschen Meisterschaft. Wir machen die Choreografien, beide zusammen, je nachdem auf welche Formation. Dann werden noch die Aufstellungen und sowas eingeübt. Ja, alles in Eigenregie. Angefangen mit der Süddeutschen Meisterschaft soll es jetzt zu größeren Zielen gehen. Der Titel bei einer deutschen Meisterschaft soll her. Oder besser ein noch größerer Sieg. Damit wären alle Tänzer einverstanden. Also darauf folgend ist dann die Deutsche Meisterschaft. Es gibt immer verschiedene Veranstalter von Meisterschaften. Und bei der Veranstalter gibt es halt nur Deutsche Meisterschaft. Aber nächstes Jahr ist unser Plan, dass wir auch an anderen Meisterschaften teilnehmen, wo es auch Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Übrigens, die Dance Academy sucht immer wieder Unterstützung von neuen, kleinen und großen Tänzern. Mehr dazu findet ihr im Netz. Ich brauche jetzt noch die wichtigste Utensilie, nämlich den Neoprenanzug und den hole ich mir jetzt ab. Kann ich einen Neoprenanzug bekommen? Ja, klar. Ja, dies ist der Neoprenanzug. Der Reißverschluss kommt nach hinten. Okay, super, danke schön. Das heißt, ich werde mich jetzt umziehen gehen. In der Zeit verrate ich euch, warum wir eigentlich heute hier sind. Ihr habt schon erkannt, ich bin heute an der Wasserski-, Wakeboard- und Kneeboard-Anlage und zwar am Gufisee. Und neben mir steht Petra. Petra, ihr betreibt hier diese Wasserski- und Wakeboard-Anlage. Seit wann denn schon? Wir haben 1998 gebaut, da gab es noch gar kein Wakeboarden, also nur Wasserski. Und mittlerweile ist ja das Wakeboarden dazugekommen als super Trendsportart und macht richtig viel Laune. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch entschieden habt, hier so eine Anlage zu eröffnen? Also ich war immer schon im Wasserskilaufen, selbst als Leistungssportler, viele, viele Jahre später als Bundestrainer im Deutschen Wasserskiverband. Und gleich nebenan war das Bundesleistungszentrum. Und irgendwann wollte ich eben in den Breitensport und habe diese Seilbahn gebaut. Jetzt ist es ja so, dass ihr ab 13 Uhr diesen öffentlichen Betrieb habt, aber ihr habt ja auch immer Vormittagsgruppen, die kommen, oder? Genau, man kann die Seilbahn mieten, immer zweistündig von 9 bis 11 Uhr oder 11 bis 13 Uhr und in den Abendstunden 19 bis 21 Uhr. Wenn ich jetzt anfangen möchte mit diesem Wassersport, fange ich womit an? Also als Nicht-Snowboarder ist Wasserskifahren auf jeden Fall zu empfehlen, damit anzufangen, weil es bedeutend einfacher ist. Wenn man sehr gut snowboarden kann, kann man auch gleich mit dem Wakeboard anfangen. Was muss man denn beim Wasserskifahren alles beachten? Wichtig ist die Körperspannung. Ohne Körperspannung geht gar nichts. Und die Arme immer gestreckt lassen, in der Hocke starten. Verschiedene Dinge, aber die kann ich dir gleich erklären.
Kannst du mir so ein bisschen erklären oder glaubst du, woher oder weißt du, warum überhaupt dieser Wassersport so eine Trendsportart geworden ist, jetzt auch mit dem Wakeboard? Also ich denke mal, durch das Snowboarden und Wakeboarden, dass es sehr ähnlich ist, da sind auch jetzt hier bei uns diese Funparks entstanden, also viele kleine Schanzen, ist das ein toller Ausgleich einfach zum Winter, dass man im Sommer auf dem Wakeboard fährt. Gut, und ich möchte gar nicht mehr so viel jetzt hier sprechen, sondern möchte jetzt auch endlich aufs Wasser und das Wasserskifahren ausprobieren. Vielleicht fleht es mich auch direkt hin, kann ja auch sein. Und in der Zeit schaut ihr euch doch mal eine Partynacht aus Ulm an. Wasserskifahren an, das heißt, ich muss jetzt erstmal in die richtige Position mit den Skiern, oder? Wir werden erst die Ski kurz nass machen, damit die besser gleiten. Und starten dann hier von dieser Matte in einer Hockposition. Okay. Ist es egal, ob der Ski links oder rechts ist? Ja, links oder rechts gibt es nicht. Wir müssen ihn nur hier aufmachen. Jetzt habe ich natürlich. So. Okay, dann lupfe ich da mal rein oder probiere es zumindest. So ein bisschen wie Schwimmflossen. Ja, ist ein ganz weicher Gummi, da rutscht man auch schnell wieder raus, falls man stürzt. Ich schiebe sie dann noch zu, mache sie ein bisschen kleiner. Ganz vorne rein in die Bindung. Okay. So, und jetzt üben wir einmal die Hockposition. Genau, einmal die Hockposition nehmen. Okay, jetzt ganz in die Hocke gehen, setz dich mal ganz hin, so, genau, ganz runtersetzen, genau, die Hände runterdrücken, die Hände nach unten drücken, genau, ups. Wenn es jetzt losgeht, musst du dich ganz, ganz steif machen und einfach nur gerade aufs Wasser ziehen lassen. Okay, aber... Und ganz spät aufstehen. Okay, alles klar. Gut, das heißt, ich begebe mich jetzt hier in Gefahr, aber ihr könnt euch nochmal ansehen, ich habe mich schon die Woche tausendmal in Gefahr gegeben, ich war mich beim Driften und das schaut ihr euch jetzt an, ich fahre jetzt halt mal eine Runde. Okay. Achtung, und jetzt ganz festmachen. Driften kenne ich sonst nur aus diversen Automagazinen im Fernsehen. In Laupheim gibt es aber jemanden, der das regelmäßig macht. Matthias Heinzler weiß, beim Driften müssen Fahrzeug und Technik zueinander passen. Also fürs Driften, da braucht man erstens mal, da muss man nicht ganz sauber sein. Ja. Dann das Zweite ist, man sollte auf jeden Fall ein Fahrzeug haben, das ungefähr so 200 bis 300 PS hat, also 250 Minimum, sonst geht es gar nicht. Und es muss natürlich ein heckangetriebenes Fahrzeug sein. Das Ganze jetzt ein paar Minuten lang angeguckt. Ich muss sagen, die Jungs sind wirklich crazy, aber man soll ja öfter mal Neues ausprobieren. Insofern steige ich jetzt auf das Höllengerät mal drauf.
Reifen und einen Satz Reifen später bin ich völlig im Driftfieber. Zwar bremst der Regen etwas die Freude, aber die Geschwindigkeit und das Gefühl im Magen gleichen das glatt wieder aus. Man sieht es mir an, ich bin völlig durch den Wind, auf gut Deutsch, aber es hat Spaß gemacht. Es ist geiler als jede Achterbahn, also ich bin völlig... Damit jeden das Driftfieber packen kann, veranstaltet Matthias gemeinsam mit ein paar Freunden das Driftrodeo in Laupheim. Also erstmal waren wir fahren hier mit ungefähr 6-7 Autos, haben ein paar Freunde dazu eingeladen, die auch gute Drifter sind. Dann kommt ein Freund von mir, Gerd Habermann, der ist 30-facher deutscher Drecksermeister, der wird seinen kompletten Fuhrpark mitbringen, da ist kein Auto unter 1000 PS, hat seinen Chat Funny Card nennt sich das Ganze dabei, das Ding hat 15.000 PS, wird angeschrieben von einer Hubschrauberturbine aus dem Kampfjet, also das Ding ist richtig geil. Diese goldene Kugel, die auf dem Programm steht, was verbirgt es denn? Ja, der Alex Ramian, der wird kommen mit seiner Todeskugel, das ist eine 5 Meter Durchmesser große Stahlkugel, da fahren die zu 6 mit Motorrädern drin, also Motorradstand vom Feinsten. Der war schon bei RTL Supertalent, war letzte Woche jetzt in Hockenheim auf den Hydro Olympics, der wird auch mit dabei sein. Wer auf Geschwindigkeit steht und heiße Schlitten, sollte definitiv vom 15. bis 16. September im Industriegebiet Neue Welt in Laupheim vorbeischauen. Ihr habt es gesehen, mich hat es beim ersten Versuch direkt zerrissen, aber nicht schlimm. Nach ein paar Runden habe ich es jetzt auch mal ganz bis zum Ende der Bahn geschafft. Und ich kann euch nur empfehlen, hier zum Goofy-See nach Gundelfingen zu kommen. Das macht echt Spaß. Also, wir sehen uns erstmal in 14 Tagen wieder. Ich mache noch jetzt eine Runde hier auf den Skiern. Ciao, macht's gut.